Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Stadttheater mit dem Life in the Woods Modpack und hier bei mir Anonymous. Guten Tag. Grab Swan. Hallo. Der Kundran. Hello. Maxi McFly. Moin Moin. Sachsen Let's Player. Hallöchen. Und der Liquid Duck. Quark Quark, Servus. Ja, und Dalu, Chico, Dadosch, also Geeks gehört Goro bei und Grenz in der anderen Gruppe am Aufnehmen und da könnt ihr natürlich auch fratzen. So. Fratzen sehen. Weiter geht's. Warte, was brauche ich noch? Ich überlege gerade. Alter, ist das geil. Du hast überhaupt keinen Plan, Junge. Klar, hab ich einen Plan. Ich habe das Gefühl, man kommt überhaupt nicht voran wegen dieser ganzen Essenssache. Ja. Wir könnten das hier tatsächlich nochmal eins tiefer machen, dass es zwei tief ist. Danke so. Ja, momentan ist sehr viel der Aufnahme der Beschäftigten mit Essen schafft, ja. Ja. Wir bauen jetzt unser Sägewerk. Wir bauen das Sägewerk. Überhaupt nicht hier. Warte mal, habe ich hier meinen Dings? Anderer Stein hier. Hier ist gerade alles, was ich habe an Grünzeug. Rohen Kohl. Ein Sellerie. Komme ich dir denn ab? Artischocke. Hast du gerade alles gefunden, oder was? Ich. Ja, ich wohne ja im Wald, das heißt, hier sind Spawn überall. Das langt schon, ich würde nicht komplett bis an den Rand machen. Was? Nicht. Nicht komplett bis an den Rand. Sind Endermänner stark? Ja, Leben haben die? Hauen die rein. Weißt du, nur die mittlere Ebene sozusagen. Ja. So, und jetzt machen wir. mit welchem Werkzeug kann man wohl am besten Nüsse vom Baum ziehen? So, und jetzt brauchen wir hier das Rad. Mit dem Nussknacker. Ich glaube einfach mit der Hand tatsächlich. So, also ich habe kein Werkzeug gefunden. Mit der Axt ging es sich langsamer als mit der Hand. Oh, die Strömung ist brutal, sag ich hier. Ein Reis. Da muss es bestimmt irgendein Werkzeug geben, oder? Kann nur sein, aber was Farms Harvest Craft. Das ist tatsächlich ein reißender Fluss. Jetzt habe ich den auch noch da rausgeholt oder was? Das ist schon hier alles. Der Pott. Okay. Ich kann gerade so noch einen Pott machen. Verdammt. Nee, kann ich nicht mehr. Scheiße. So. Ich habe kein Eisen mehr. Wozu soll ich jetzt eigentlich den Wassereimer holen? Damit du hier am Rand das eventuell die Strömung ein bisschen rausnehmen könntest. Wenn du hier am Rand einfach anfängst, irgendwie ein bisschen Wasser zu legen und aus der Mitte wieder rauszunehmen. Das wäre super nice. Okay, das ist. Ja, so kriegst die Strömung irgendwie. Weißt du, beispielsweise hier immer an den äußeren. Hier die Reihe? Ja, ist schon klar. Mal gucken, wo das hier anfängt. Ja, genau. Das wäre. Perfekt. Dauert alles so lange. Aber ich habe wunderschöne Deko schon in meiner Höhle hier. Ja? Immer am Verhungern, ja. Aber wunderschöne Deko hat ja, man. Ich bin auch am Verhungern. Wir sterben aber mit Stil. Ja, genau. Also die Strömung geht gehört, nicht ne? weg. Geht nicht weg hier, die ist in der Mitte. Okay. Also doch, hier kann ich es ein bisschen rausnehmen, aber... Ja, vielleicht da vorne nicht. Weil die vielleicht einen Block unten drunter anfängt oder sowas. Jetzt schon, es wird Jahre dauern, bis mein Essen irgendwie auch nur anfängt zu wachsen. Oh nein, sie ist ertrunken. Was? Oh. Dünger. Da war die Strömung zu stark. Das stimmt, kann man ja. Ja, sie ist aber schon das zweite Mal jetzt ertrunken. Ich glaube, ich ersäuft mich jetzt auch. Einfach damit der Hunger weggeht, ne? Ja. Der Hunger bringt mich zum Selbstmord. Ich will nur, dass es aufhört. Anne. Ja. Was? Ess einfach Anne. Ja, voll hungert. Ja, das ist natürlich eine super Idee. Euer Volk Hungert. Achso, jetzt brauchst du noch Zäune. Zäune war das, was dann. Hab ich ganz viele. Echt? Ja. Dann einmal links, rechts, oben, unten, hier in die Mitte rein, an beiden Rädern sozusagen. Weil sonst müssten die hier eigentlich abfallen. In der Mitte quasi. Ja, genau. So hier oder was? Nee, nicht da. Muss man noch ein paar Bäumchen. Sozusagen, dass die Räder fest sind. Ach so, verstehe ich. Genau da und links, rechts, unten und auf der anderen Seite auch. Mach jetzt dann einfach noch ein paar Slaps. Slap! Schlapp. Flatsch. Baut ihr jetzt gerade das Wasserrad oder? Das ist schon fertig, Alter! Doch nicht mal habt ihr jetzt ohne Eimer gemacht, oder? Also ohne Kessel. Oder ja. Ich hole hier gerade Slabs und gucke, ob man das damit macht. Finde ich auf jeden Fall sinnvoller. Weil
mit Eimern, also. Ach, Krabs! Krabs! Na, passiert. Ich hab gesagt, ich bring mich um. Ach so? Also sagst du das Ertrinken? Ja, ich wollte ertrinken. Okay. Ja, und auf einmal, haben kein Wasser war ich mehr. In der Höhle. Und, kann man nicht sogar. Man könnte auch schütteln, oder? Dann kann man das kann ich noch auf der anderen Seite machen, dann passt es auf jeden Fall erstmal schon mal zum Konzept. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ja. Also mit Schüssel sollten wir auf jeden Fall mal, ja, das stimmt. Warte mal, ich guck mal, was wir da Schönes machen können. Ich hab schon Schüssel manisselt. Genau, wenn man die Slabs irgendwie ein bisschen anders schütteln könnte, wäre ganz nice. Mach ich. Sieht auf jeden Fall besser aus, ja. Bisschen Variation. Variation. Es ist allerdings schon fast der Punkt, wo wir eigentlich uns darauf festlegen müssen, wie viel welche Steine wir verwenden möchten. Hat jemand Stein wir verwenden möchten? Ja. Hat jemand gerade einen Iron dabei? Nein. Wir verlieren hier keine. Verlieren die keine Knochen. Brauch unbedingt irgendwann was zu essen wieder. Viel habe ich leider sowas von schlimm. Oh, wie schön, dass ich gerade gestorben bin. Ich habe gar keinen Hunger. Das ist wirklich gut. So, eine Chisel bauen. Taktische Sterben. Das ist denn nochmal Shapecrafting? Ja. Aber man musste halt dafür sorgen, dass man irgendwo craften. Stirbt, wo man dann nicht irgendwie den Bauch und den Grabstein alles zumacht, ne? Zupflastert. Ja. Also Shapecrafting ist das ganz normale Craften. 100% sicher. So, jetzt muss ich wieder in den Untergrund gehen. Ich wollte den Sachsen mal besuchen, wo ist er denn? Hallo? Neben Krebs an der Gewürzbude. Hallo? Neben der Gewürzbude? Ja. Aua! So, ich hab Essen mitgebracht. Oh. Ja, guck. Ich weiß doch, was du magst. Hier Baconstreifen. Warte mal, wie wendest du den Schüssel? Wie öffnet man den Schüssel nochmal? Und? Ich hab dir was Tool. Zu pflanzen hier. Du musst einfach das Tool sozusagen in die Hand nehmen und Restklick machen. Warte, kann man das auch anpflanzen? Ich weiß nicht, wie man das macht. Dann hast du die. Hast einen falschen Schüssel gemacht. Hast du falschen Schüssel? Ich hab einen Carvendos-Schüssel. Ja, das ist der falsche. Das ist der falsche. Oh, Entschuldigung. Muss ich normale Schüssel machen. Aber wie. Wieso wird mir der normale Schüssel nicht angezeigt? Doch, der ist weiter unten, ganz am Ende. Ah. Du hast den Schüssel mal nisseln, nämlich. Okay, der okay. Ganze Berg daraus? Warum geht denn das? Ich brauche mehr Oakwood. Ich hab Oakwood. Also das normale, ne? Also die Baumstämme an sich. Baumstämme habe ich, ja. Das ist perfekt. Kuntran, hast du noch zufällig irgendwie Essen? Nee, leider gerade nicht. Essen ist ja absolute Mangelware. Kannst du voll vergessen. Was ist jetzt mein... Hier, ich hab einen Schüssel am Start. Damit! Muss man Stick? Das mit dem Essen hier ist aber auch ein bisschen kompliziert, kann Holz, das sein? Holz dabei, Manus? Oder ist es unten in den Kissen? Weil du kannst nicht einfach Fleisch braten, weil es einfach zu einfach ist und dementsprechend bringt das wenig Nahrung, so ähnlich, ne? Ja, aber bis man mal alles Mögliche findet. Ja, vor allem. Es dauert ein Stück. Ja. Für Fleisch brauchst du wieder Kohle oder Holz? Oder magst du mir das geben? Dann kannst du die Half-Slabs eventuell wieder abmachen hier an dem Rad und die ein bisschen chiseln. Wenn du das so möchtest. Die Half-Slabs, da muss ich erst mal gucken, welche das hier sind. Ja, einfach die in der Mitte. In der Mitte dazwischen. Du willst die Grille essen? Die? Nee. Ach so. In der Mitte, zwischen den Rädern. Sozusagen. Okay. Ja. Die Verbinder. Macht überhaupt nichts. Ganz genau. Oh, wollte ich gerade eine Schaufel machen, habe ich auch immer eine Pfanne, so ähnlich. Oh, das ist ja das reinste Paradies hier. So. Inwiefern Benni, Paradies? Wie sieht's bei dir aus mit Essen so langsam mal hier? Naja, es dauert, das wächst nicht wie Standort Minecraft. Wo raus? Also aus einigen Pflanzen, du kannst diese Leaf Gardens oder sowas finden. Da droppen dann mega viele Pflanzen raus. Also so Cabbages oder Tomaten und so ähnlich. Hab ich da kriegst du auch, die ganzen Sachen her. Und dann kannst du halt auch, wenn du die dann craftest, also in den Crafting-Feld ziehst, dann kriegst du halt die Seeds raus. Irgendjemand auf der Karte unterwegs? Boah, Leute, entschuldige mich auf jeden Fall für die Freezes, die gerade in der Aufnahme sind. Mein PC geht langsam Geist auf. Kommt ja bald ein neuer. Hoffentlich. Ja, das fehlt nach wie vor nur das Gehäuse. Der Rest liegt seit Freitag hier neben mir. Pack doch einfach alles ins alte Gehäuse. Nee, passt nicht. Das Problem habe ich auch gekannt. Ich habe eine Eisenzange, so eine Eisenzange genommen und dann erstmal das ganze Teil da drin rausgeschnitten. Oh. So extra. Ja, da war da, wo man normalerweise die Festplatten und sowas reintut anscheinend.
war im Weg. Da ich aber nur zwei Festplatten habe, die aber weiter oben sitzen, konnte ich da ein Unterteil rausschneiden und dann meine Grafikkarte reinpacken. Mussten die das Tor ansetzen? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ganz genau. Slaps nicht schüsseln. Okay. Ich glaube, du musst es halt selbst schüsseln, oder? Guck mal, ich habe noch mehr Seeds also für ich, dich. Ich glaube, du. Ja, es kann sein, dass die Slaps dann einfach nicht gehen. Zu chiseln. Nee, genau. Dann macht es bei dem Rad auf jeden Fall keinen Sinn, aber vielleicht bei Stein. Was ist denn, wenn du die was ist denn, wenn du normal chisselst, kannst du dann keine Slaps mehr herstellen? Ich sagen, du kannst wahrscheinlich nicht. Du kannst versuchen. Warte, ich gebe dir hier mal gerade ein paar ganz normale Planks. Oder hast du Planks, Manus? Ja, habe ich ja. Hier ist noch was. Ja, dann kannst du ja versuchen, ob du da dann. Ach, hau ab, du blöde Tausendfüßler-Viech. Dir, das ist ganz unglaublich. Mehr! Pflanz es alles an. Mach uns Essen. Los! Nee. Kannst du keine Dings mehr herstellen, keine Slaps. Ja. Hier ist auch noch ein Grabstein von dir. Ja, dann kannst du vielleicht in unserem Lager mal die Steine durchsuchen, die eventuell optisch zu so Oakwood passen würden. Hast du auch einen Ofen? Nee, ne? Doch, steht auch. Ach nee, den haben sie weggesprengt, die als Fische. Man nannte ihn Sachse, der Mann der tausend Tote. Der Tote? Der tausend Tote? Tote. Wenn dir hatte ich einen Mann genannt. Mach dich Tote. Was? Ich war voll entnervt hier. Nee, es zerrt an den Nerven, der Hunger, ne? Es zerrt an den Nerven. Die Nahrung beschaffen wir. Wollen dran aufwachen. Ja, ich bin da. Ey, diese scheiß Blumen, ne? Dann klickst du da drauf, dann baut er einen Erdklotz oben drauf. Das ist völlig behindert. Ja. Alter, Pumps Harvest Craft ist halt so umständlich alles. Naja, ich kann mich ist halt auch so umfangreich an sich, ne? Ja, richtig. Ich find's ja nicht schlecht, aber es ist halt wirklich alles umständlich. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ja, ist halt viel, das man noch nicht kennt. Und deswegen läuft's halt so schlepp. Kann ich denn einen Nussbaum hinsetzen? Ich hab das Tor nicht gefunden. Ach, da ist Tor, okay. Da müssen wir einen Platz suchen, wo wir am besten wirklich eine Baumfarm machen. Ich setz den einfach mal so lange, bis der gewachsen ist. Ja, genau, vorne. Genau, das ist gut, das ist gut. Aber hier würde da passen eigentlich. Ja, ja. Hot Topic ist Anne. Hot Topic. Dabei habe ich schon einen Ofen gebaut. Oder was ist, wofür kriegt man das? Ich glaube, das machst du, wenn du aus anderen Materialien außer normalen Cobblestone baust. Ach so, okay. Wahrscheinlich. Backt er damit rum. Ist natürlich bitte? Bei Essen hier hinter dir, mehr habe ich nicht mehr. Okay, nice. Trotzdem danke. Die Sache geht schon wieder um. Das ist gut, jetzt können wir ja Skelette spawnen. Irgendwas fällt. Hat er da schon Sumpf gesehen? Sumpf? Ja. Weiß nicht, es ist kein Sumpf da im Wald, nee, ne? Das ist nee. Ein normales. Aber es sieht so ein bisschen sumpfig aus. Wobei Dschungel, ein richtiges Dschungelbiom? Ein Dschungelbiom nicht. Ich denke, das ist einfach nur, wenn ich richtig gesehen habe, ist das einfach ein großer Waldbiom oder so. Ich brauche wenn Dschungel. Dschungel oder Sumpf, da ist auch nochmal was von Pamsa. Kann man aus diesen Wasserpflanzen auch was machen? Nee, die sind einfach nur so dicke. Naja, also, die Lego Wasserpflanzen, aber es gibt auch Wassergardens und dann kannst du dann halt auch Reis und sowas, glaube ich, alles rauskriegen. Oh ja, Reis ist super. In ein tiefes Wasser anpflanzen musst du, viel ich sogar weiß. Weiß okay. Ich, obwohl, weiß ich, ist so lange her. Hätte man auch Weißbauer werden können. Alles, was Cobblestone ist, schüsselst du in dasselbe, egal wie es aussieht. Weißt du wie? Nee. Es gibt da verschiedene Cobblestone. Also, ja, es gibt verschiedene Steine, aber das wird alles sozusagen gechiselter Cobblestone. Das wird alles, ja, wie wenn du Cobblestone chiselst. Okay. Das sieht alles identisch aus dann. Aber es sind trotzdem schöne Varianten, die zu Oakwood passend. Warte, ich gucke gerade mal. Ja. Pass auf, ich gebe dir einfach mal den Chisel. Ja, ich komme gerade eh wieder nach oben. Ja. Zack. Weißt du mal hier die Steine rein und guckst halt selber mal und sagst, was dir da gefällt. Letzte Minute. Hier zwei Last Minute. Ja, ich finde die ersten, also die Nummer 2, die Nummer 3, die sieht doch ganz cool aus. Nummer 2 und 3, gut, tschüss her. Oder auch fast die letzten in der Reihe. Also wo man einfach so 2-3 Varianten hat, die sich sehr ähnlich sehen. Oh, die Steine sind sogar im Chisel noch drin, oder? Das ist cool, ja. Ha. Ups. Jetzt hier noch ein paar. Nehmen wir mal die hier. Ach du Heilige. Sind die viele Zombies. Halleluja. Warte, hast du das Ziffer nicht an, oder? Doch, hab ich. Oh, Alter, Skelett stirbt. Danke. Das sind die ganzen Schrotze noch. Skelette sind so nervig. Oh, dann.
Gell? Das Problem war, dass das Skelett auch gerade noch eine Rüstung anhatte. Das heißt, es hat noch ein bisschen mehr ausgehalten. Ja, macht die immer unsympathischer. So, ich baller die mal dazwischen, ne? Wo zwischen? Oh nice, ich hab zwischen. Ja, hier sind die Holzstämme. Ja, aber nicht direkt dazwischen, sondern eins nach innen versetzt. Eins nach innen versetzt? Ja. Ja, dass das Ganze ein bisschen Tiefe kriegt, ne? Sieht ja schön aus dann. 3D meinst du? Wie bitte? Da, 3D. Genau, aber da kannst du auch am besten, wenn du zwei unterschiedliche Varianten hast, die immer so ein bisschen im Wechsel haben. Manus? Ja, in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, alles in der Videobeschreibung. Und ja, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Bis morgen. Tschüss. Nee, bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.